Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Wir befinden uns hier immer noch in Labyrinthion und haben hier den Draugr Todesfürsten kurz niedergemacht. Oder so kurz ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Haben dabei unsere Waffe, den Dämmerbrecher, verloren und haben hier ein neues Drachenwort gelernt. Und jetzt, liebe Freunde, gehen wir da mal weiter. Vorher gucke ich aber noch kurz hier hoch. Aber hier oben findet sich nichts von Interesse. Okay, gut. Ich würde sagen, gehen wir dann einfach mal weiter. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Na, Skelettchens. Und du? Hast du keine Lust? Hoppala, was ist das? Ein Frostatrona. So, wo ist jetzt? Unsere Magiker wird wieder. Nein, nein, nicht. Ich wollte eigentlich nicht, dass das da schon startet. Zum Beispiel, ich wusste, dass es kommt. Warum rennst du eigentlich weg, du Feigling? Na komm schon, stirb. So, man wird den Heilzauber benutzt. Kann man auch ab und zu mal brauchen. So, und jetzt hoffe ich, dass wir die ganze Szene nicht. Dass wir die Szene nicht komplett verpasst haben. Also wenn, dann ist sie eh vorbei. Da liegt Ebenerzbahn liegen darum. Okay, also einer, ich glaube, da vorne habe ich nochmal einen gesehen irgendwo. Hier Knochenmehl, Ebenerzbahn, der Aschehaufen. Ja, gut, okay. Das ist nochmal Ebenerzbahn. Und ja, wir haben die Szene verpasst. Schade. Ich hätte wirklich gern gehört, was die zu sagen haben. Starkes Gift des langen Leidens. Okay. Tja. Aber damit müssen wir jetzt leben. Damit müssen wir zurechtkommen. Falls einer von euch weiß, was die denn da gesagt haben, ihr dürft es mir gerne schreiben. Bin mal schwer gespannt. Jetzt werfe ich aber erstmal noch mal kurz einen Blick auf die Karte. Auf die Umgebungskarte. Okay, es ist also nicht mehr allzu weit, zumindest räumlich gesehen. Beziehungsweise Luftlinie gesehen. Mal gucken, wo wir da, wie viele Umwege wir noch gehen müssen. Okay, das sind die Geister der Magern, die halten irgendwas gefangen. Okay. Gut. Ich nehme an, wir werden das dann befreien und besiegen. Müssen, dürfen, sollen. Wir sollten da nicht einfach so reinmarschieren, sondern uns erstmal ganz genau umgucken. Und ich hoffe natürlich, dass in der letzten Szene, die wir jetzt gerade verpasst haben, nichts wirklich Relevantes gesagt wurde. Okay, also wir können eigentlich nur da reinmarschieren. Bin ich ja mal wirklich schwerst gespannt, was da jetzt kommt. Ein paar Todesglockenblumen, ja. Das ist mit sich jetzt Sabos Arena. Und hier haben wir. Kann ich nicht erkennen, aber eine Frau auf jeden Fall. Sofern mich meine Augen nicht trügen. Das dürfte vielleicht Magnus höchstpersönlich sein. Ne, jetzt sehe ich nirgendwo was.
was sich noch mitzunehmen lohnt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rum und gucken uns überall um, bevor wir dann wirklich zu den Geistern hingehen. Nicht, dass wir da ein Event starten und sind noch gar nicht bereit dafür. Okay, hier hat erstmal nichts. Da vorne hat es wahrscheinlich genauso viel. Ah ne, da hat es deutlich mehr, nämlich den Typen. Da gehe ich aber so auch nicht hin. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Hier Kerzengitter kommen wir im Moment mal noch nicht durch. Das wird ja wahrscheinlich unser Ausweg sein. Tja, da bin ich mal gespannt, was denn jetzt passiert. Gebannter Zauberer. Ich spüre die jetzt. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen. Nest mit Schlachterfisch ein. Oh ja, nehme ich doch gerne mit. Na, wo haben wir sie denn? Ist das ein Schlachterfisch, der da auf trockenem Land rumschwimmt? Es war wohl wirklich ein Schlachterfisch, der Schuppen dabei hat. Da haben wir noch ein Nest mit Schlachterfischeiern. Können wir auch mal hier runter gucken eigentlich. Aber hier hat es nicht allzu viel. Okay, jetzt gehen wir erst wieder hoch und gucken uns mal an, was der gebannte Zauberer denn dabei hatte. Dolch, schwarze Marker, Kapuzenrobe. Naja gut, es ist nicht so sonderlich viel. Okay, das heißt, wir müssen auch noch da hoch, den anderen töten. Aber bevor wir den angreifen, werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Ah, da kann man runter. Ah, cool. Dann gehen wir doch erstmal hier runter. Wir haben noch ein paar Todesglockenblumen mit uns. Schauen wir mal drin nach, was in dieser Truhe drin ist. Gold. Halskette der geringen Gesundheit. Redeschrift des lautlosen Schleichens nehme ich gerne mit. Und was ist in dieser Truhe drin? Eine Eisenkriegsaxt, naja, Gold, Zaubertrank der Heilung. Okay, also nur Standardzeug. Die Eisentür könnten wir öffnen, machen wir aber mal noch nicht. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal mit dem Zauberer hier beschäftigen. Ich hätte ja zuerst gedacht, dass das Freund von uns ist. Ist es aber nicht. Also einmal schnell speichern. Und dann könnten wir eigentlich mal hier mal kurz zaubern. So, Morokai ist uns im Moment auf jeden Fall mal noch nicht feindlich gesinnt. Die nehmen wir mal mit. Das lassen wir mal. So, dann gehen wir quasi runter und mal rüber. Ich warte aber noch kurz, bis sich unsere Magika regeneriert hat. Ein bisschen mehr. Damit er was hat zum Absaugen. Dieser Morokai. Ich nehme an, dass er diese mächtige Präsenz war, die uns, wir sind ja nicht im Kampf, nee, die uns hier ständig da begrüßt hat und gesagt hat, boah! Okay. Okay, das wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der hat auf jeden Fall ein bisschen was drauf.
hoffe mal, Lydia kann da überhaupt irgendwas tun. Bis jetzt geht's ja eigentlich noch. Er scheint sich nicht zu regenerieren. Jetzt bezahlt ihr. So, Morokai. Okay, also das, das sah am Anfang deutlich härter aus, als er eigentlich ist. Zumindest wenn ich mir mal so unseren Gesundheitsbalken mal so angucke. So, dann durchsuchen wir doch mal. Ich durchsuche mal Morokai. Stab des Magnus. Nehmen wir mit. Morokai. Ja, nehmen wir auch mit. Das ist wohl die zweite Maske. Da haben wir ja schon eine gefunden. Und was hat der Aschhaufen noch dabei? Nur Knochenmehl. So, jetzt aber gleich mal wieder kurz die Heilung anwerfen. So viel Magika, wie wir haben. Und nochmal. So, und das war's. Dann nehmen wir das Schild wieder her. Da kamen wir her. Also ich hatte mir jetzt diesen Morokai, ehrlich gesagt, etwas härter vorgestellt. Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass wir eben nicht auf unsere Magika angewiesen sind. Großartig. Das war eigentlich nur zum Heilen und zum Seelenrauben. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ah, da ist mal noch eine Urne. Mit Gold. Ein alter Nordhelm. Ja, das ist alles nicht so super toll. Liegt da drüben was? Schauen wir gleich mal. Von hier sieht es aus, als ob da nichts läge. Okay, dann liegt da wohl vielleicht doch wirklich nichts. Halt. Wir müssen da hoch. Jetzt. Also den Stab des Magnus haben wir. Das heißt, diese Höhle, dieses Labyrinth, namens Labyrinthion, dürfte ziemlich bald abgeschlossen sein. Es sei denn natürlich, es kommt noch jemand und möchte uns den Stab abnehmen unbedingt. Was nicht auszuschließen ist. Und noch eine Urne mit Gold und Zaubertrank. Ansonsten öffnen wir mal die Tür. Und es tut mir leid, meine Freunde. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Es war die einzige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dieses Monster niemals entkommt. Ich verspreche euch, so etwas lasse ich nicht noch einmal geschehen. Ich werde diesen gesamten Ort abriegeln. Oh, Sabos. Du hast deine Freunde hier zurückgelassen, um eben diesen Morokai gebannt zu halten, hast dich selbst aus dem Staub gemacht. Nicht gerade so die feine Englische. Ich hätte Elsa etwas mehr von dir erwartet. Aber nun gut. Ah, ja. Das war die Holztür, die verschlossen war. Haben wir die nicht durchsucht? Scheinbar nicht. Haben wir auch noch ein paar Pilzchen. Okay, immerhin ist diese Entität vernichtet. Und wir können quasi wieder zurück zur Akademie reisen. Oh, was bist du für einer? Ihr habt es also lebend dort hinaus geschafft. Ancarno hatte recht. Ihr seid gefährlich. Ich fürchte, ich muss euch diesen Stab jetzt abnehmen. Ancarno möchte, dass er sicher verwahrt wird. Ach ja, und er wünscht euren Tod. Nichts Persönliches.
Wusste ich doch, dass uns da irgendeiner noch den Stab abnehmen will. Na gut. Weißt du was? Gehen wir doch einfach aus dem Weg. Seid nicht töricht. Ihr habt keine Chance. Ihr hättet nie herkommen. Das war schon alles. Ja, das war alles. Also eine Herausforderung ist auch was anderes. Ach, Talmor-Zeug. Mehr Gegner haben wir im Moment nicht. So. Dann würde ich mich gerne hier drin nochmal ein bisschen umsehen, ja? Wenn es recht ist, liebes Spiel. Denn da haben wir den... Ah, das ist eine Saphir-Halskette. Ja, nehmen wir doch gerne mit. So, also, wie gesagt, es war eigentlich relativ klar, dass uns da irgendeiner den Stab wieder abnehmen wollen würde, wie auch immer. Und, ja, das war jetzt eben ein von Ancano geschickter Zauberer, beziehungsweise Talmor. Ja, ist es nicht sonderlich überraschend? Aber immerhin haben wir dem dann jetzt auch mal gezeigt, wo denn der Hammer hängt. So, da geht's hoch. Hier geht's raus. Moment. Es hat hier so viele Ohren, die noch nicht durchsucht worden sind. War ich hier denn noch nicht? Scheinbar war ich hier noch nicht. Doch, oder? Da komme ich hoch nach Himmelsrand. Oh, was haben wir hier? Tornister. Also hier war ich garantiert noch nicht. Bisschen Goldkleidung. Silberdem jetzt hier 4. Saphir nehmen wir mit. Und den Zaubertrank auch. Das lassen wir liegen. Hm, okay, also hier geht's schon mal raus. Aber da vorne geht's ja auch raus. Vielleicht aber auch nicht. Sonst habe ich jetzt keine Möglichkeit, ne? Irgendwo rauszukommen. Nein. Okay, gut, dann steigen wir eben die Leiter hoch. Oder übersehe ich gerade wieder irgendwas? Scheinbar nicht. Okay, auf nach Himmelsrand.